Ja, neuer Tag, neues Video. Okay, neuer Tag, neues Video. Ach du Scheiße. So, lasst mich mal noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was wir alles verpasst haben. Also, meine Leute sterben. Uns fehlt Wasser. Wir haben ausnahmsweise genug Nahrung, aber sonst nichts anderes. Aber immerhin sterben die Leute nicht wegen mir, sondern an Altersschwäche. Aber sie bumsen auch nicht genug. Das bedeutet, wir müssen uns heute als Ziel setzen, so viele Kinder wie möglich zu machen. Das wird was werden, ey, holy shit. Okay, dann machen wir heute so viele Kinder wie möglich. Das geht natürlich auch. Das ist ja wundervoll. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben noch immer 4 Wasserträger hier. Wir brauchen... Haben wir noch irgendwas anderes? Wir haben hier eine Fischerhütte. Uns fehlen halt überall Bauleute, ne? Wir haben halt niemanden, der bauen kann. Aber wir können halt auch nicht reduzieren gerade. Also ich brauche die ganzen Leute, die das gerade machen. Wie sieht's hier mit Essen aus? Kriegen wir hier gleich noch was geerntet? Da kommt ein bisschen was zusammen. Lass mal die Fischerhütte, das ist eh nur eine Person, aber ganz kurz pausieren. Und hier mit der Arbeitskraft noch eins hochgehen. Eigentlich können wir hier auch runtergehen. Es müsste ja eigentlich trotzdem funktionieren. Also, das müsste eigentlich trotzdem funktionieren, das Ding, dass das quasi das Wasser davon trotzdem genutzt werden kann. Es dürfte sich nur damit jetzt nicht mehr weiter füllen. Und das ist ja das, was wir quasi haben wollten. Und dann lassen wir ein bisschen Zeit vergehen. Jetzt regnet es gleich noch ein bisschen. Es regnet. Es regnet immer noch. Wir kriegen Schutzkleidung endlich. Das ist unfassbar cool. Und... Da wurde gerade ein Kind erwachsen. Das heißt, wir haben wieder einen auf Reserve. Das heißt, wir könnten theoretisch gesehen da jetzt hochgehen wieder. Und weiter fischen lassen. Wir haben halt mega die gute, reichhaltige Nahrung. Das ist halt ultra geil. Wir haben halt einfach... Wir haben Fisch, wir haben Hasenfleisch, wir haben Beeren, wir haben Pilze, Schwarzwurzel, Wildschweinefleisch, Bohnen und Äpfel. Also wir haben das ist eine viel ausgewogene Ernährung, als ich jemals hatte. Das ist schön. Das ist sehr schön zu sehen. At least something. Hier wird gerade irgendwas gebaut. Jawohl, hier wurde noch ein Zuhause gebaut. Das wird auch dann bald fertig gemacht. Das ist sehr schön. Es ist schon wieder wer gestorben, ne? Oh, bitte nicht. Mein Förster wurde ersetzt. Aber das ist nicht ganz schlimm, weil das wurde direkt ersetzt. Jetzt sind wir wieder auf 0, was das Sammeln angeht. Aber jetzt sind wir wieder auf 1, weil das Kind groß wurde. Ich glaube, wir haben es jetzt gar nicht so schlecht im Griff. Wir haben jetzt halt eine Dürre. Das ist halt scheiße. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder runter mit Arbeitskräften, weil die eh nichts machen können. Und nutzen das mal ganz kurz aus, um hier ein bisschen mehr... zu sammeln an Ressourcen und Material. Das sollte nämlich eigentlich ganz gut gerade gehen. Hier gibt es viel zum Sammeln. Aber lass uns erst das hier. Das ist näher dran. Dann wird das einmal ordentlich weggeräumt hier alles.
einfach mal so ein bisschen wieder an Ressourcen zusammensammeln. Und hier fehlt uns eigentlich nur Plastik, theoretisch gesehen. Also sobald die nächste Person erwachsen wird, wir brauchen halt beides ganz dringend. Wir brauchen zwei Leute eigentlich. Wir brauchen noch viel mehr Häuser. Wir haben noch ein Haus gerade fertig bekommen. Das ist gut. Wir brauchen noch mehr Häuser. Wir brauchen ganz, 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 ganz viele Häuser. Einfach weiter Unterkünfte spammen ist, glaube ich, the way to go jetzt erstmal. Ich habe halt die ganze Zeit mega Angst, dass ich einen Babyboom verursache und dann, ach scheiße, und dann da ganz andere Probleme habe. Aber wenn wir aussterben, habe ich auch niemandem geholfen. Deswegen lasst uns erstmal trotzdem weiterbauen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und damit die auch grundlegend glücklicher werden, sollten wir das Gebäude auch fertig bauen. Und vielleicht, da wir haben halt kein Holz gerade, aber generell. Vielleicht einfach mal nur abholzen. Vielleicht einfach mal richtig rigoros einfach nur abholzen und dann nochmal gucken. Einfach weg damit. Einfach einmal weg damit. So, wie sieht's denn aus jetzt menschentechnisch? Kathy ist bald erwachsen. Das aktualisiert sich nur quasi nicht, außer ich mache das manuell. Die Verstrahlung ist auch ultra hoch von den Siedlern. Das ist richtig scheiße. Das ist, wir brauchen halt viel mehr Schutzkleidung. Aber dafür brauche ich halt auch erstmal viel mehr Leute, die überhaupt da klarkommen drauf. Ja, wo sind denn jetzt diese Arbeitskräfte hin? Sind doch zwei hier jetzt. Dann müsste ich doch eigentlich, hier hochschalten können. Dann wird hier Metall, brauchen wir nicht, wir brauchen Plastik eigentlich gerade für das hier. Und was fehlt hier? Wir brauchen Holz. Jo. Ich kann hier auch nicht weiter hochgehen mit den Arbeitskräften, da kann immer nur einer arbeiten. Das ist auch sad eigentlich. Kathy ist gleich erwachsen. Das ist wichtig. Das ist wichtig und das ist gut. Offensichtlich muss ich die nicht vorher zwangsernten. Offensichtlich muss ich die nicht vorher zwangsernten. Offensichtlich wird das nicht kaputt, wenn es austrocknet. Das ist gut zu wissen. Da habe ich mir, glaube ich, selber meine eigene Ernte ein paar Mal versaut. Haben wir wieder was dazugelernt, auf jeden Fall. Das ist ganz gut eigentlich. Gesundheitlich sieht es halt gerade wirklich furchtbar aus. Gesundheitlich sieht es halt richtig, richtig furchtbar aus gerade. Ich habe halt echt eine relativ hohe Verstrahlung und die Gesundheit meiner Siedler ist auch echt schlecht. Ich brauche halt eigentlich ein Sanitätshaus. Ein Sanitätshaus werden Medizin, Jodtabletten und das Luxusgut Seife hergestellt und den Siedlern verabreicht. Wir brauchen eigentlich ein Sanitätshaus, um die Gesundheit der Leute jetzt wieder in den Griff zu bekommen. Was bauen wir hier daneben ran? Das wird halt auch einfach Zeit brauchen, bis das alles. Es braucht alles Zeit. Also realistisch betrachtet braucht gerade wirklich einfach alles Zeit. Aber das kriegen wir schon hin. Das wird schon. Wir müssen nur genug Babys machen, bevor die älteren Leute wegsterben. Das ist eigentlich unsere Aufgabe gerade. Und dann werden die auch wieder gesund. Bestimmt in der vierten Generation. In der vierten Generation wird das dann wieder. So, jetzt kommt das Wasser zurück. Das ist super schön.
Ach, ich hatte die Wasserleute hier gar nicht rausgenommen. Dann sind die eh schon wieder von sich aus am Wasser sammeln. Das ist auch richtig schön. Und wenn wir das priorisiert bekommen würden, wäre das ultra cool, weil dann würden wir parallel Wasser bekommen. Das habe ich jetzt circa schon 500 Mal gesagt. Aber es wäre halt super strong. Parallel Wasser bekommen wäre halt richtig strong. Richtig, richtig, richtig strong. Und das ist gleich fertig. Und das sollte auch die Mut gleich von den Leuten ein bisschen steigern. Also wenn wir das durchhaben, dann sollte die Mut da ein bisschen gesteigert werden, dass die ein bisschen glücklicher werden und dann hoffentlich auch mehr Kinder kriegen. So funktioniert das, habe ich gehört. Super, wir haben wieder eine Person offen. Die packen wir direkt hier aufs Feld, damit das auch genutzt wird. Das ist sehr wichtig. So, das sollte die Stimmung erhöhen und sollte auch zu mehr Liebe führen. Viel mehr Liebe. Wie lange das auch einfach braucht, ja, so eine lächerliche Plastikflasche herzustellen. Das hätte ich nicht erwartet. Ey, wie lange sich das zieht. Aber wir brauchen 24 Stück Plastik. 24. Und hier halt noch mehr. Ja, moin. Das wird richtig spannend. Und Werkzeug brauchen wir auch. Wahrscheinlich arbeiten wir auch langsamer gerade, weil wir auch kein Werkzeug haben. Aber ich kann halt nichts tun. Das ist halt... Mit drei Kindern kommen wir auch nicht so weit, leider. Viele unserer Siedler sind gezwungen, sich ungeschützt durch dieses Ödland zu bewegen. Wir sollten unsere Produktion von Schutzkleidung ankurbeln. Ja, können wir machen. Versuche ich. Wasser ist auch schon wieder knapp. Versuche ich wirklich gerade. Aber ist schwierig. Und gleich kommt die nächste Dürre und dann haben wir das nächste Problem wieder. Also ich krieg's halt einfach nicht. Ich krieg's halt einfach nicht hin. So, ich wüsste auch gar nicht, wie. Ich bin halt die ganze Zeit so auf dem Minimum am Rudern mit quasi mit Leuten, die ich habe. Und ich habe das Gefühl, egal was ich mache, ich habe irgendwie nicht genügend Leute für alles. Ich brauche auch so viele Wassersammler. So unfassbar viele Wasser. Ich glaube auch, dass dieser Steg unfassbar ineffizient ist. Unfassbar ineffizient. Aber ich kriege das andere Ding nicht fertig. Die haben auch eine recht weite Strecke, die sie laufen müssen. Die müssen halt dieses Ding auch immer noch laufen. Weil es ist halt doof alles zusammen. Das Ding muss halt wirklich fertig werden. Aber wir brauchen 100 Jahre dafür. Ich stelle das jetzt auch mal auf Plastik. Ich habe aber eh keine Arbeiter frei. Ich kann den Baumeister nicht reduzieren. Ich könnte den Sammler ein bisschen reduzieren. Boah, das ist alles wieder so ein Min-Max-Ding. Gleich ist Regen weg. Und dann sind wir nochmal RIP-Betten. Boah, ich will nicht nochmal RIP sein. Nein. Nein, ich will nicht nochmal RIP sein. Wir schaffen das. Komm, sammelt Wasser. Sammelt Wasser wie die Großen. Es wird immer weniger Wasser. Ich habe einfach 6 Wassersammler. Wir erhöhen weiter. Hilft nichts, wir haben jetzt 7. 7 Wassersammler und ich kriege bei 7 Wassersammlern, das ist ein Drittel, es ist ein Drittel meiner Bevölkerung sammelt Wasser und es reicht nicht. Geil, ich habe hier zumindest mal ein Ziel erfüllt. Das heißt, wir haben zumindest ein bisschen Schutzkleidung gerade freigeschalten. Das ist... Oh Gott, ich habe gerade meine Kamera umgelegt. Also... Es geht ihr gut. Es geht ihr gut. Sie lebt noch. Ups. Gut, ich musste meine Füße bei mir behalten. Und damit nicht so durch die Gegend stravanzen. Das wird halt nix. Das ist halt, also, das ist halt insane.
Ich habe auch nicht genug. Jetzt geht das Wasser langsam. Ja, super. Und jetzt ist Dürre. Haha. Dann packen wir da jetzt mal ganz kurz Leute rein. Damit wir halt da ein bisschen schneller was zusammengesammelt bekommen. Alle Ressourcen abbauen. Und dann sollen die einfach hier... Eigentlich brauchen wir nur Schrott gerade. Wasserträger brauchen wir gerade nicht. Und dann gucken wir mal. Abgeholzt wird jetzt auch wie irre. Wir werden halt gleich zum Dursten anfangen. Aber wir haben eine Dürre, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Die Leute sind ungesund und sterben weg. Wir haben keine Schutzkleidung, wir haben kein Wasser. Mein Wasser schwindet weiter, mein Wasser schwindet immer noch. Hier fehlt Metall. Ich bräuchte halt eigentlich eine Raffinerie, aber die kann ich noch gar nicht bauen, weil die muss ich erst erforschen. Und für Forschung brauche ich, glaube ich, auch noch ein eigenes Gebäude. An Forschung komme ich, glaube ich, auch gar nicht so ran. Da brauche ich auch erst noch ein Gebäude für. Das ist halt in 100 Jahren noch nicht in Reichweite. Ich kann halt nur noch 2 Recycler bauen. Mit Arbeitskräften, die ich nicht habe. Und hoffen, dass wir auf die Art und Weise halt dann doch noch schneller mit irgendwas fertig werden. Aber jetzt werden mir die Leute erstmal verdursten. Oh, geil. Erstmal noch ein Sturm. Und jetzt verdursten mir die Leute. Scheiße, Mann. Das ist so, also das ist echt hart. Das ist echt hart. Komm, gib uns wieder Wasser. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Es müsste doch gleich wieder zum Regnen anfangen. Komm schon. Ich packe hier schon alles rein, was geht an Arbeitskräften. Ich packe hier schon alles rein, was ich wieder entbehren kann. Komm schon. Ah, wir haben ein Baby und wir haben kein Wasser. Wir haben ein Baby und wir haben kein Wasser. Fehlende Ressource für Gebäudereparatur. Das heißt, die kann nicht arbeiten, weil das Gebäude am Arsch ist, oder was? Oder arbeitet das trotzdem? Es sieht halt aus, als würde es trotzdem arbeiten, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Noch ist niemand gestorben. Noch ist niemand gestorben. Jetzt gib mir Wasser. Die Dürre ist doch vorbei. Hey Boss, wir sind besorgt, dass unsere Wasserreserven für harte Zeiten nicht reichen könnten. Sollten wir nicht etwas mehr sammeln? Ach. Glaubt sie das? Durstige Siedler. Ja? Ja? Ich würde gerne sammeln. Ich würde gerne sammeln. Wir arbeiten daran. Es kommt.
Es kommt, Leute. Oh Gott, es kommt. Komm schon. Komm schon, hol das Wasser. Wo sind meine ganzen Mitarbeiter? Sollten die nicht direkt sammeln? Sollten die nicht direkt hier sein und Wasser sammeln? Warum laufen nicht alle Leute zum Fluss und legen sich rein? Ich würde mich da jetzt einfach reinlegen. Ich würde nicht warten, bis die irgendwann losgelaufen sind und was gemacht haben. Na komm. Ach gut, einer der Wasserträger ist verdurstet, an hohem Alter gestorben. Das ist natürlich super. Na komm schon. Sammel Wasser. Meine Leute verdursten. Bitte sammelt endlich Wasser. Oh Gott sei Dank. Ich habe irgendwie Angst, dass die immer noch sterben, weil die immer noch durstig sind und das immer noch zu lange braucht, obwohl der Regen mittlerweile da ist. Das ist irgendwie scheiße. So, und für dich gibt es einfach nichts zum Sammeln gerade. Deswegen wird dich auch auf null erstmal runter reduzieren. Und ja, lassen wir dich mal auf Reserve. Oder wir nutzen dich auch als Wasser. Sammel Kraft, weil wir hier schon wieder die nächste Dürre haben. Die Schneiderei kriegt nichts fertig, das ist klar, weil wir nicht genug Ressourcen haben, weil wir nicht genug Bauarbeiter haben, weil wir allgemein nichts genug haben. So. Jetzt geht das Wasser langsam hoch. 12 sind immer noch durstig, 13 sind durstig. Das braucht so lange. Das braucht so lange, dass sich das Wasser erholt. Mein Wasserträger ist verdurstet? Are you fucking kidding me? Like, wie viele Leute sollen denn noch sammeln? Ich hab doch schon alles an Wassersammlern drinnen, was irgendwie geht. Ja, dann sammelt halt auch verseuchtes Wasser. Go for it. Sammelt bitte einfach nur. Sammelt. Wie lang braucht ihr denn, um ein bisschen Wasser gesammelt zu bekommen? Wie kann denn der Wasserträger verdursten? Warum trinkt sie denn nicht einfach, während sie auf dem Steg steht? Das ist ja einfach nur scheiße. Oh. Wir planen direkt noch einen zweiten Wasserspeicher, den werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Das muss auch repariert werden. Hä, das muss repariert werden jetzt? Und das funktioniert nicht, während es kaputt ist, oder wie? Das verstehe ich halt nicht. Also, er sagt ja, dass er produziert. Er sagt, das ist eine Gebäudereparatur. Funktioniert das jetzt nicht, weil es beschädigt ist? Ich sehe halt auch nicht, was ich brauche, damit es repariert werden kann. Doch, ein Holz. Wir haben nicht mal ein Holz. Ich bin so verwirrt gerade. Und dafür brauche ich wahrscheinlich safe auch einfach ein Holz zum Reparieren, oder wie? Ich bin so verwirrt. Und jetzt verdursten mir die ganzen Leute. Obwohl, und jetzt kommt die nächste Dürre.
Ich google. Ich weiß das nicht mehr. Endzone. Beschädigte Gebäude. Ach cool, meine Wasserträger verdursten immer noch. Ich finde dazu halt leider nichts. Ah! Ich will halt. Ich will halt eigentlich nicht neu starten. Aber irgendwie fühlt sich das nicht machbar an. Und jetzt sammelt. Nee, jetzt sammelt. Nee. Jetzt sammelt es wieder Wasser. Aber halt irgendwie auch. Nicht? Also, das ist aber schon extrem, oder? Mache ich da was Grundlegendes falsch? Jetzt bin ich richtig verwirrt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ich gerade einfach einen riesigen Denkfehler habe oder woran das halt liegt. Aber ich produziere halt literally fast kein Wasser. Aber ich habe 8 Leute... 8 von 18 Leute sind nur damit beschäftigt, Wasser zu kübeln. Und ich habe nicht genug Wasser und meine Leute verdursten. 8 von 18. Das ist echt wild. Also das ist, ich sehe ein, ich hätte vielleicht meinen Regenspeicher früher bauen sollen, aber das braucht halt einfach 100 Jahre, damit der fertig wird. Und jetzt also, hä? Wie soll man das denn schaffen? Wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht 90% meiner Bevölkerung nur Wasser schippen lassen. Dann geht das ja mit dem Essen nicht mehr. Ich habe ja literally nichts anderes. Ich habe Wasser, Essen. Das kann ich mir nicht mal mehr leisten, das Essen. Schrottsammler, damit ich mein Wassergebäude bauen kann. Sondierer, damit ich mein Wassergebäude bauen kann. Schneider, weil mir die Leute an Strahlung sterben. Cola, weil ich mein Wasser dingsen soll. Und das war's. Und meine Leute verhungern, verdursten. Like, hä? Ja, ich gebe das jetzt auf. Also ich warte jetzt auf euer Feedback und dann werde ich wahrscheinlich neu starten, weil ich habe, also, the fuck. Also grundsätzlich, ich liebe Endzone, aber das fühlt sich gerade so schwer an. Heilige Scheiße. Also Halleluja. Ich glaube, wir werden das einfach auf einem nochmal weniger schwierigen Schwierigkeitsgrad einfach neu starten, weil ich maßlos überfordert bin mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß gar nicht, also ich habe es ja jetzt schon das 2. Mal runtergestellt und es wundert mich extrem. Ich weiß nicht, ob die vielleicht beim Balancing was verändert haben oder neuer Content kam und ich da jetzt einfach andere Prioritäten habe und deswegen alles mega krass verkacke. Aber wir werden jetzt einfach nochmal neu starten. Weil das ja schon echt schwer. Das ist ja schon echt wirklich schwer. Ja, dann versuchen wir es auf nochmal leichter, nochmal. Das wäre dann der Plan. Cool. Dann macht's gut und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir neu starten mit Endzone. Schöne Woche euch oder schönes Wochenende vielmehr.